Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Bohemi, herzlich willkommen zurück bei Torschance 2017 und ja, so viel ich weiß, sind wir auch gestiegen. Wir haben 2021 und wir spielen jetzt in der 6. Liga. Lizenz für 5. Liga nicht erfüllt, aber da wollen wir ja auch noch gar nicht hin. So, was fehlt uns denn hier? Sponsoren, Merchandising fehlt, Jugendarbeit fehlt, okay. Und der Transfermarkt ist geöffnet bis Ende Juli. Das heißt also, spätestens Ende Juli müssen wir neue Spieler kaufen. Was macht denn unser Kader? Haben wir uns darum gekümmert? Ich glaube nicht. Haben wir keine. Und dann machen wir hier. Da. Ah ja, genau. Den haben wir gesagt. Den bleibt. Der bleibt auch. Der bleibt auch. Boah, echt jetzt? 6-0. Ich glaube, bis 7 können wir schon kaufen. Ne? Da ist 5-8 gar nicht so viel. Wenn wir da bestehen wollen. Mal so unter uns. Da ist einer mit 7. Der Hapoka. 5-9. Der Mandeville. Ich glaube, die 5-8er können wir auch weglassen. 5-9. Wir können auch ruhig einen neuen Torwart kaufen. Da kann der Grün jetzt Reservetorwart werden. Und ich guck mal eben, aber ich meine, ich gebe ihm alle frei zum Abschluss hier. Werden wir sowieso nicht alle los. Habe ich das gesagt? Nö. Transfermarkt. Und wir gucken mal eben. Ganz schnell. Das hat ja gerade jetzt aufgemacht. Spieler suchen. 7-5. Nee, ich glaube, machen wir 7-1. So, dann suchen wir mal. 7-1. Und? Nein, der will er nicht, siehst du? Ich glaube ab 7. Haben wir einen 7er? Da ein 7er. Ja, ein 7er würde wechseln. Okay. Also bis 7 müssen wir gucken. Schön, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Das können wir jetzt gut. Machen wir mal weiter. Mal gucken, was die 6. Liga so bringt. So, und da haben wir schon den ersten. 4,6. Ja, der Bin Abdullah. Ja, er war eine schöne Zeit mit uns. Verstehe, verstehe. Verstehe mich nicht falsch, mein Freund. 4,6, das ist. Du hast hier schon in der 7. Liga kaum noch gespielt, also. Guck mal, wir haben 4.300 bezahlt und kriegen 24. Das ist doch mal ziemlich cool, oder? Da unterschreiben wir doch. Ja, natürlich. Wo geht dann hin? Nach Buchbach. Auch in die 6. Liga. Ach Gott, dann sehen wir ihn ja wieder. Das ist ja sehr schön. Trainingsplan macht der Co-Trainer. Natürlich, wer denn sonst? Ich habe keinen Co-Trainer. Wieso nicht? ich will erst einen Co-Trainer. Was machst du hier? Mein Gott, ja gut. Mannschaft, Verein hier. Kader, Training. Nee, wo waren das? Verein? Mitarbeiter. Genau. Ich habe da einen Co-Trainer hier. Ach nee, die muss ich einstellen. Ach, die sind alle ausgelaufen, die Verträge. Ja, Junge. Natürlich. Genau. Bis zu welchem Wert sollen die Spieler trainieren? Bis 80 Kondition. Ach, das war. Ach, ich glaube, das war hier genauso, ne? Machen wir mal 85, komm. Mal ein bisschen mehr fordern, die Jungs. Genau. Und der Talente machen wir. Und den Talente machen wir auch. Konditionstrainer, Torwarttrainer, Jugendtrainer, jawohl. Die Ärzte lassen wir weg, so weit sind wir noch nicht. So, jetzt aber. Jugendspieler. Genau, da geben wir hier unsere 10.000. Die legen wir auch fest, so ist recht. Und dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier überhaupt? Da haben wir immer noch mit 3,7, ne? Aber wie gesagt, ich weiß immer noch nicht. Wenn ich den jetzt rübernehme in die Profimannschaft, dann ist der nichts wert. Also, der muss dann eher spielen und gefördert werden und hast du nicht gesehen. Dann lassen wir mal weg. So, wir machen wir hier weiter. Komm. Ach, Merchandising. Genau, Finanzen. Oh. Kuma. Tja, Kuma. Stärke 5,8 Mittelfeld. Nee, den halten wir ja noch fest. Boah, guck mal, was die für den geben. Ey, Marktwert 41.000. Nee, den halten wir fest. So, was wollte ich denn hier? Was machst du denn hier immer mit mir? So, ich wollte Sponsoren gucken, genau.
So, Siegprämie, Aufstiegsprämie 113.000. Ich glaube, das ist immer noch der beste, ne, für uns. Siegprämie 7.700. Ja. Aufstiegsprämie 5.000. Nee. Wir nehmen den natürlich. Und was machen hier? Da haben wir halt, da ist noch nichts. Okay. So, jetzt können wir endlich mal weiter drücken hier, oder? Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ach, guck mal hier. Was haben wir hier? 5,8 Abwehr. Der Faller war auch ein guter. Nee, den geben wir auch nicht ab. 4,4. Ja, den geben wir natürlich ab. Die sind sehr angetan. Obwohl die Ablösesumme 20. Ich fordere noch mal mehr. Ja, guck mal. Mal gucken. Ob die immer noch. Guck mal hier, die sind immer noch angetan. Rosenheim, da hätte ich hingesollt beinahe. Erinnert euch noch letzte Folge? Die wollten, dass ich da Trainer werde. Aber. Was macht denn jetzt schon? Er ist wieder am Rechnen. Oh Gott. Rechne mit dem Schlimmsten, mein Freund. Jetzt habe ich einen Spieler abgegeben. Jetzt ist er total durcheinander. Aha. So. Dann haben wir das auch. Der ist schon wieder am Rechnen. Der mag mich nicht. Auf keinen Fall mag der mich. Oh, was haben wir hier? 5,8. Der mich. Ne, den mich gebe ich auch nicht ab. Der ist einfach viel zu schön. In eine Wortspielkette. Nein. Ich behalte ich mich. Da kannst du mich nicht antun, dass ich den abgib. So, was wollte ich denn noch gucken hier, verdammt? Mannschaft hier, da, Training. Ja, Co-Trainer. Genau. Genau. Die brauchst du nicht mehr zeigen, weil wir haben ja einen Co-Trainer. Der macht ein bisschen schon für uns. So, dann schauen wir mal noch an. Ach, Turnierplan, genau. Ach, jetzt kommen die ja gleich aus dem Trainingslager. Die sind bestimmt fit wie ein Turnschuh. Alle komplett aufgewertet. Hier, guck mal da, guck mal. Auf 0,2 auf 6,0 hoch. Ja, das ist ja schon mal gut. Hier, die können da haben. Und den können da haben. Und den vielleicht auch. Der Mandewali. Und die hier, die könnte auch haben hier. Der Torwart, ja, ein Torwart haben wir 9, 7er. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist der Transfermarkt offen. So, mal weiter. Der will schon wieder einer den Kummer. Den Kummer kriegt er nicht. Und wieso wollen denn immer den Kummer haben? Wieso wollen sich selbst einen Kummer besorgen? Kummer hier. Fürth, Stärke 5,8. Aber ich muss ja mal ein paar verkaufen, ne? Damit ich 7er kriege, sonst will er nichts. Hier unterschreib. Ja, genau. Der Meuselwitz. Turnierteilnahme. Wir. Das reicht doch. Das reicht doch. Jetzt nur nicht übertreiben, sag ich mal. Oh, das kostet Geld. Guck mal, die wollen 1000 Euro für die Teilnahme. Rot-Weiß Essen. Haben hier der 59. Den nehmen wir mal. Den hier auch. Jedelo, die haben auch 59. Ach komm, wir nehmen die Essener mit aus lauter Sympathie. Und dann nehmen wir noch ein paar Siebligisten, weil die nichts kosten. Da gucken wir nicht groß. Zack, und dann machen wir weiter. Ne? Soll ich die noch bezahlen, nur damit die hier mit teilnehmen dürfen? 4,9, ja, das ist hier Lauti. Den kannst du nehmen. Den, guck mal, was der fit ist, ne? Wie ein Turnschuh, ne? Aber mein Gott. Der hat sich jetzt ein paar Mal nicht verstärkt. Der ist bei 4,9. Hier, unterschreibe ich. Wo geht er denn hin? Nach Lippstadt. Die sehen wir alle wieder. Alle sechste Liga. Na, das ist ja schön. Und wen haben wir hier? Gabina. Da. Haben wir hier noch ein bisschen mehr. Du bist immer noch angetan? Ja, klar. Ja, dann. Ah, jetzt kommen wir. Dann hau rein hier. Mach mal weiter. Da haben wir das erste haben wir schon mal gewonnen gegen Aufstadt. TSV Aufstadt und gegen Havelse. TSV Havelse. Alles TSV hier. Und da haben wir verloren. Ja, weil das auch nicht TSV war. Weil das SSV war. Toll. Ah, gegen Rot-Weiß Essen im Halbfinale. Und haben wir verloren 1-0. Ah, das tut weh. Na, was soll's. Aber eine Prämie von 2700. Man sollte doch nur Schwächere nehmen. Da kriegt man viel mehr Prämie, glaube ich. Ganz schön dumm von mir, ne? Mal so unter Unsinn. So. Ja, jetzt wird langsam Zeit. Also hier müssen wir spätestens zuschlagen.
Ne? Ich sollte mal eben, ich speichere mal eben ab. Nur damit ich das nicht vergesse. Mit dem Zuschlagen, ihr wisst schon. So, FC Ruhrpott, den ganz oben, den nehme ich jetzt. Möchten Sie überschreiben? Ja, natürlich. Sonst hätte ich ja nicht gesagt. Du bist ja vielleicht ein Heimchen. Natürlich will ich überschreiben. Und sonst? Also wirklich. Gegen FSV Frankfurt. Ah ja. Ein Absteiger. Ach du großer Gott. Das ist unser erstes Spiel. Gegen einen Absteiger aus der 5. Liga. Das ist ja super. Da kommt ja direkt Freude auf. So, jetzt machen wir aber hier auch weiter. Ne? Nur damit da nichts passiert. Guck mal, 337.000. Wollen wir denn da Geld herholen? 5,7. Aden. Ah. Guck mal, was die viel geben, ne? Und ich will noch mehr. Ach, jetzt weiß ich auch, wo wir das Geld hergeholt haben. Hier, beim Transfermarkt. Komm, wir geben den ab, oder? 5,7. Ja, komm. Ja, genau. Buchbach, da ist ja auch der andere auch hingegangen. Ey, die kaufen unsere komplette Mannschaft auf. Das ist nicht nett. 6,2. Der Stürmer. Al-Safi. Nee, nee, den halten wir fest. Mit 6,2 halten wir den fest. Ich wollte gerade sagen. Oh, ein Vertrag mit einem Nebensponsor. Okay. Wieso haben wir hier die Auslosung vorhin nicht gesehen gerade? Da fehlt was. Sofort anzeigen. Zack, zack. Da müssten wir doch eigentlich dabei sein, oder? Da sind wir dabei. Da, gegen Schweinfurt aus 4. Liga. Echt jetzt? Da fliegen wir in der ersten Runde raus. Kann eigentlich einer aus der 7. sein oder so? Nein. Muss 4. sein? Echt? Wie sollen wir das denn? Ich meine, gut, wir haben Heimrecht. Aber wie sollen wir das denn schaffen? Ach komm, ey, Computer. Was machst denn du? Ja. Die Auslosung zeigt er mir nicht. Das ist nicht schön. Die hätte ich schon gerne gesehen. Ich drücke jetzt aber auch nicht auf weiter, weil hier ist schon der erste. Das heißt, wir müssen uns jetzt um unsere Mannschaft kümmern. Kader. Wir brauchen 2, 4. Wir brauchen 2 Mittelfeld, 2 Abwehr, 1 Tor, 1 Sturm. 2 Mittelfeld, 2 Abwehr, 1 Tor, 1 Sturm. Machen wir erstmal Tor und Sturm, ne? Tor und Sturm. So. Dann machen wir Tor und Sturm bis 7 und fangen mal an bei, weiß ich nicht, 6,7 oder so. Mal gucken, 40.000, gibt es da noch was für? Ja, da gibt es locker was für. Guck mal hier. Der Barthold zum Beispiel. Oder der Sili. Der Sili aus Dallas. Ne, der heißt Dallas. Der Sili Dallas. Ne, der Barthold. Batrak. Was denn jetzt hier? Wird happy. Der ist wohl happy. Den hätte ich auch gerne. Der ist happy. Sükes. Bashir. Sükes. Ich suche, ihr merkt schon, ich gucke nach Namen. Ich könnte den hier nehmen. Rakotondramasi. Das ist immer schnell. Da ist das Spiel vorbei. Wenn ich das ausgesprochen habe, ist das Spiel schon rum. Das ist ja, ne? Der Lavatje de Coro. Komm, wir nennen ihn dann einfach Coro. Genau, den nehmen wir. Coro. Coro, komm bei uns. Coro, mein Freund. Mach mal hier. Coro, mach mal hier. So. Mal gucken. Und hier auch noch ein bisschen mehr. Nee, nee. Da muss ich hier oben hin. Da. So, jetzt weniger. Weniger, weniger. Nee, 1800 wieder. 1900 wieder auch nicht. 2000 ist auch okay, sagt er. Na komm, dann komm. Koro. Jawohl. Das ist, was war denn das jetzt? Torwart. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Stürmer. Der Bashir. Der Bashir, der sieht mir so aus, als könnte der gut bei uns reinpassen. 29, das ist ja schon recht alt. Den nehme ich. Oh, tolle Frisur. Allein für die Frisur. Paul Breitner. Wir hatten Paul Breitner in der Mannschaft. Hier machen wir mal ein bisschen weniger. So. Dafür machen wir hier ein bisschen mehr. Und hier machen wir auch wieder ein bisschen weniger. Und dann bieten wir den Vertrag an. Und nehmen den auch an. Und dann ist super. So, unser Kader. Ein 7er, das ist gut. 2 Siebener im Sturm. Bashir und Hapoka.
Wobei der Hapoker ja, boah. Ne? Aber egal. So, jetzt brauchen wir noch zwei Abwehr- und zwei Mittelfeldspieler. Auch 7er. Abwehr, Mittelfeld. 2 Stück jeweils. Komm, komm, du willst doch auch. Genau andersrum. Und so, und so, und so. So, Teklit. Teklit und Barua. Barua hört sich cool an. Boah, wie alt die schon sind, das ist denn hier los? Alter 17 bis 30, habe ich gemacht. Okay. Ah, Barua. Guck mal hier, wo der jetzt spielt, das ist doch ein super Verein eigentlich. Den nehmen wir. Ja, der sieht schon aus wie ein friedlicher Kerl. Das ist, sehr, ist genau unser Geschmack. Barua. So, was stellst du dir denn so vor, Barua? Was soll er denn geben? Guck mal. Ja, genau. So, das waren Abwehrspieler, ne? Jetzt nehmen wir noch hier... Boah, wie nehmen wir denn hier? Hardy. Den Hardy, der... Ja, Hardy nehmen wir auch noch. Der ist schon 30, ey, echt jetzt? Sousa. Sousa, den nehmen wir. Der ist 24. Den nehmen wir. Der Sousa. Ja, passt schon. Sousa, Sousa. Jupp, 2050. Jo, der geht. So, jetzt machen wir noch Teklit. Ja, ich sag mal nichts, aber der sieht aus wie ein Ding, den ich kenne. Den ich schon mal gesehen habe. Oh, guck mal, geht noch was. So, hier 3 Jahre, zack. Na, 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 du bist ja richtig gierig, Teklit. Naja, daran sollte nicht scheitern. Hast halt besser verhandelt als die anderen, ne? So ist er nun mal. Ah, der hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr Talent. Mugabe. Das sind ja alles Deutsche hier. Ja, natürlich, der sieht ja schon aus wie ein Deutscher. Mugabe. So. Zack, zack. Und wo willst du hin? 2050? Ja, das geht. Das können wir machen. So, ich meine, wir müssten komplett sein. 2, 4, was haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. Oh, wir haben einen Abwehrspieler zu viel gekauft. Und dafür einen Mittelfeldspieler übersehen. Echt jetzt? Komm. Jetzt haben wir einen Abwehrspieler zu viel. Tja, Soromon, da tut mir echt leid für dich. Du wirst gleich rausfliegen. Ich brauche noch einen Mittelfeldspieler, auf jeden Fall. Ein Mittelfeldspieler muss noch her. Wo ist er? Mai, und wieder der wieder. Das ist ja wieder typisch, Opa. So. Nancy. Nancy ist auch schon so alt. Ulzbold. Ulzbold? Nasser. Nasser hört sich auch gut, aber auch so alt. Ne, ich nehme Ulzbold. Ja, der hat eine coole Brille, den nehmen wir. Wie der David früher. Erinnert ihr euch noch an den David aus Holland? Der hatte auch so eine Brille. Ja. So. Ja, komm, 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 komm. Du bist aber ein Gierlappen, wa? Ach, egal. Boah. Ja, komm, gib mir noch eine Schippe drauf. Jetzt aber. Jawohl. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken hier, ne? 2, 4, 6, das passt. Soromon. Mit 4, 3. Ja, verkaufen. Von Transfer nehmen. Ach, hier kann ich ja direkt einstellen, wenn ich die verkaufen will. Das ist ja super. Ach komm, echt jetzt? Die kann ich auch einfach kündigen. Mal kostet das, das kostet bestimmt, ne? Und dann geht die Moral volle Pulle in den Keller wahrscheinlich, ne? Aber der Transfermarkt ist eh zu heute. Der Spieler fordert eine Abfindung. Ja, bitteschön. Wurde aufgelöst. Und weg ist er. Nach Azukai Lorosea. Ja, genau. Geh mal hin. War schön mit dir.
So, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier haben wir noch einen 4-5er drin, aber ansonsten sind wir da schon gut aufgestellt. Finde ich. Aufstellung. Co-Trainer, beste 11. 73,9. Ja, guck mal. Grünitz. Naja, was soll ich sagen? Aber hier, der Hakoka und der Basche, die beiden. Guck mal, beide 7-0. Hier haben wir einen 7-0er drin. Haben wir nur einen? Tatsächlich. Der Ulspold war nur 6-8. Naja, gut. Ah, das wird schon. Hier haben wir 3. 3. Ja, klar. Ich habe hier 1 zu viel gekauft. Oh, ja, klar. Und der mich hier. Das finde ich super. Das 73,9. Na, guck mal. So, jetzt machen wir weiter. Ich habe keine Auslosung gesehen. Kommt jetzt eine Auslosung? Ja, jetzt kommt eine. Sofort anzeigen. Weiter. So, da gucken wir uns das mal an. Aue gegen Nürnberg, Braunschweig gegen Hannover, Rostock gegen Bremen, Zwickau gegen Dortmund, die Duisburger spielen gegen Gladbach. Ui, harte Nuss für Duisburg. Jena Freiburg, Halle gegen Sandhausen, 1860 gegen Leipzig. Au, 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 au. Die Münchner, wo gehen die denn nach Sonnenhof? Was ist, wie heißt das? Groß irgendwas. Heidenheim, Regensburg, Uerdingen, die waren auch in der Bundesliga. Saarbrücken gegen Paderborn, Lübeck gegen Bochum, Meppen gegen Hamburg. Hier sind die Hamburger wieder in der ersten Liga, mal so eben. Aalen gegen Schalke, da werden sich die Aalener freuen, schöne volle Kasse. Düsseldorf gegen Dresden. Und Dortmund gegen Wolfsburg, Magdeburg gegen Kiel, Schweinfurt, Karlsruhe, Ingolstadt, Leverkusen, Chemnitz, Hoffenheim, Viktoria, Köln gegen Greuther Fürth, Balingen aus der 5. Liga, Wahnsinn, gegen Köln, Fortuna, Köln, das ist ja schon wieder Köln, 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 viele Kölner hier, Fortuna, Köln gegen St. Pauli, Wien, Wiesbaden gegen Eintracht Frankfurt, Osnabrück gegen Union Berlin, Nordhau gegen Augsburg, Unterhachingen gegen Hertha, Kaiserslautern empfängt Bielefeld, naja, Münster gegen Mainz, Mannheim entfernt Sportfreunde Lotte, na, ob sie sich da mal durchsetzen können, war auch mal eine super Mannschaft, mit den Schlappi sind sie Meister geworden damals, Stuttgart gegen Darmstadt, naja, dann wollen wir mal. Ach, und jetzt kommt der Autosave. Genau, und ich trinke einen Schluck Kaffee. Und wir haben nichts gemacht und sind 22 Minuten um. Aber ein Spiel sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Champions League auslosen. Guck mal, da haben wir wieder nichts von mitgekriegt. Ich habe da doch eingestellt hier, dass ich das alles sehen will. Verdammt, pack. Hier, da, Auslosung. Immer, 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 immer da. Auslosen, Champions League, Euro League. Das, wieso zeigt er mir die nicht? Ich habe das doch hier. Habe ich doch hier. Ah, was soll ich sagen? Was soll ich denn da sagen? Da kann man doch nichts zu sagen, oder? Da kann man nichts sagen. So, dann gucken wir eben hier. So viel Zeit muss sein. Kommt, Freunde der Nacht. Spielpaarung. Was ist denn das hier? AM Cup, erste Runde, das sind wir. Nation Cup haben wir gesehen. EU Cup. Ach, da ist noch keine Auslosung. Ich bin vielleicht ein bisschen meiner Zeit voraus. Wie kann das denn sein? Qualifikation? Ach, das sind noch die Qualifikationen. Die sind noch gar nicht in der Gruppenphase. Verstehe. Und Champions League ist auch Qualifikation. Bayer Leverkusen 6-0. Und Hinspiel 2-0, da haben sie sich doch mal leicht qualifiziert. Wolfsberg hört sich fast an wie Deutsch, ne, ist aber Österreich. Ja, ja, Olympique Lyon musste sich qualifizieren. Ist ja unglaublich. Aber haben sie geschafft. Wir haben zu Hause 1-0 gewonnen. Wie kennt man überhaupt nicht, ne? Ratzgrad und trotzdem. Ja, Atlanta Bergamo ist, glaube ich, auch, ne. Atlanta Bergamo hat 6-0 gewonnen, das Rückspiel, und 4-0 das Hinspiel. Oh ja, das ist okay. Da kann man mit leben. So, ja, dann würde ich sagen, hier, erstes Ligaspiel. Und da kommt erst die Auslosung. Ah,
Jetzt wird alles klar. Na, dann gucken wir mal. Gegen FSV Frankfurt, der Absteiger. Na, gucken wir mal, was direkt vorne hin. Guck mal, 71.000 oder. Aber wir müssen mal eben hier unser Eintrittspreis. Wir werden den knallhart auf 7 Euro anpacken. Anpassen. Nicht anpacken, anpassen. Ach, und Merchandising. Ey, was ist los, Opa? Du musst Merchandising machen. Ja. Und Sponsoren. Ey, ich bin noch lange nicht fertig. Hier, guck mal hier, unsere super Trikots. Einkaufspreis 36. Ich glaube, die waren schon sonst immer bei 30. Ich glaube, ich habe schon gepennt. Ach, da müsst ihr eben Euro mehr zahlen. So. Ich kaufe 1000 Stück. Boah, 36.000. Echt jetzt? Ah ja, egal. Jawohl. Und hier Schal und Mütze. Das muss ich auch mal langsam ausbauen, ne? Damit ich hier das auch noch verkaufen kann. Aber das ist alles teuer, teuer, teuer. Sponsoren? So, guck mal hier. Ach, Pferde. Nebensponsor. 5.600. Ja, den hätten wir gerne. Und mehr fordern. Ein und noch ein. Ich könnte, glaube ich, nochmal drücken, oder? Ja. Das war knapp. Und hier auf dem Brummkreisel können wir es auch verewigen. 2 Jahre. Nee. Und 1, 2, 3. Oh, wow, 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 wow. Das war, glaube ich, knapp, oder? Ich glaube, war knapp. Aber wir haben es hingekriegt. Oh Mann, also 3 scheint immer zu gehen irgendwie. So, jetzt aber. Haben wir jetzt alles. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Spielerverträge laufen aus. Was ist denn hier noch los? Da. Wo sind wir denn? Wir sind da erst in 21. Und die laufen aus im Sommer 22. Also bitte, und der hat 4,5. Oh, der ist 7,0. Der Apoka, den müssen wir verlängern. Aber den Mandawali und den können wir einfach gehen lassen. Fertig. Und den Hapoka verlängern wir. Passt schon. Jetzt aber. Der FC Ruhrpott gegen den FSV Frankfurt. Bitteschön, Dankeschön. 6. Liga. Da 74 gegen 65. Oh, wir sind ganz klar überlegen. Ich erinnere mich, die Essener vorhin hatten auch irgendwann 63 oder so nur, ne? Rot-Weiß Essen, als wir das Turnier gemacht haben. Da sind wir ja schön dabei. Das schauen wir uns doch mal an, das sieht man nur gerne. Ja, und dann dagegen halten. Wir machen hier nochmal einen Einsatz. Ausgeglichen, nee, das machen wir schon so. Gegnerische Hälfte, schon alles gut. Und Big Blaze präsentiert wieder einen Sieg von FC Robot. Wollen wir mal sehen. Jawohl, der Oscar, da ist er doch. Ja, und drin. Ja, Oscar, das ist mal ein Einstand. Hapoka vergibt die Vorlage. Und da ist Hapoka selber. Freistoß und schade eigentlich. Wen haben wir denn da? Glück. Da war ich jetzt kein Spaß drüber, weil den scheint es wirklich zu geben. Und der schießt auch noch ein Tor. Glück, was soll das denn? Budenski. Ich glaub mal einen Budenski, der war aber deutlich älter. Der hat bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Der Hapoka, jawohl, 2-1. So sieht's aus. Ausverkauf, 1200 Zuschauer. Vielleicht sind wir noch ein bisschen billig. Ausgleich, wollen wir einen Mann. Hier, macht weiter so, ich sag nichts. Weiter, weiter, immer weiter. Ihr habt's drauf und ich verschieb schon wieder das Ding hier. Der Hapoka wieder, komm, hau ihn rein. Jawohl, das wäre da was. Einstand, direkt ausverkauftes Haus und direkt ein Sieg. Einstand in die 6. Liga. Der Hapoka, ja, so lässt er sich, da guckt er sich nicht lange an, da geht er dazwischen. Und der Bühr, den haben wir aber, da, den hat der Dings weggefangen. Ach, wir haben ja 9, wie heißt denn jetzt hier? Der Lavatki, ich hätte einen anderen nehmen sollen, Lavatki, okay, Lavatki, kriegen wir hin, Lavatki. So, Merchandise, 7.500, na guck, wenn das mal nicht schön war. Und wir sind Zweiter. Sieht so aus. Mal gucken. Ja, wir sind Zweiter. Wir Aufsteiger als Zweiter. Und Norderstedt ist, die werden wohl. Erinnert ihr euch noch die letzte Saison, die mit uns aufgestiegen sind, nicht einen Punkt geholt. Und wo sind die Absteiger? Viktoria Berlin. Genau. Und Frankfurt. Da, das sind die Absteiger. Schön.
Sieht doch gut aus. Und wir sind direkt hier. Hallo, Hafoka. Gut, dass ich da auf den Mann gebaut habe. Habe ich doch gesagt. Das ist unser Mann. Vorschau, was ist denn hier? Rot-Weiß Essen? Wir spielen Wuppertaler SV. Eieiei, auch mal ein Erstligist gewesen. Mein Gott. Ich bin zu alt für das Spiel. Ich kenne die alle noch als Erstligisten. Sofort anzeigen. So, wann haben wir den hier? Da sind wir gar nicht drin. Mailand. Macht euch nichts aus, wenn ich ein bisschen länger mache, ne, oder? Wolfsburg. In einer Gruppe mit Inter Mailand und Sofia. Um Domzale. Naja. Also, Zweiter könnten sie doch werden, oder? Könnten sie doch ruhig. Aberdeen mit Eindhoven. Istanbul. Mit, was ist das denn hier? Kupavogu, das ist Finnland oder sowas, ne? Aber das ist ja gar nichts. Die Istanbuler haben ja hier ganz leichtes Spiel. Was ist denn das? Achso, EU-Cup, okay. Atletico Bilbao, Frankfurt mit Atletico Bilbao und St. Gallen. Oh Mann, 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 unsere Eidgenossen in einer Gruppe. Barcelona, ist aber Espanyol Barcelona. Leicester City, St. Petersburg. Hier, die Gladbacher mit Anderlecht und Liverpool. Mein Gott, die haben es aber schwer getroffen. Und die unsere Deutschen, das ist nicht so einfach. Saint-Étienne, Liverpool, ey, ach du großer Gott. Hier, Inter Mailand mit Wolfsburg. Hier, AC Mailand, Eindhoven. Das ist aber, ich gebe gar keine leichte Gruppe, wenn ich Atletico Bilbao mit Frankfurt. Meine Güte. Der Wolfsberger SC hier, aber auch Olympique Marseille. Aber hier kann man wenigstens noch, hätte man auch Zweiter werden können. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, oh mein lieber, lieber Mann. Naja, ihr Lieben, wie es ausgeht, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei beim FC Ruhrpott, wenn wir gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt spielen. Unser erstes AM-Cup-Spiel. Und soviel ich mich erinnere, sind die in der 4. Liga. Das heißt, das ist das erste AM-Cup 2021 und wahrscheinlich auch das letzte AM-Cup-Spiel. Da werden wir wohl rausfliegen, oder? Mal gucken. Es wäre ja schön, wenn wir uns da durchbeißen könnten und noch ein bisschen weiterkämen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.